Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Heute zeige ich dir nicht nur eine Uhr, die für die Marke H2O etwas außergewöhnlich ist und trotzdem in gewisser Weise doch sehr deutlich für die Marke steht. Nein, heute gibt es auf meinem Kanal auch etwas zu gewinnen. Wer bis zum Ende des Videos durchhält, wird erfahren, um was es genau geht, wie es dazu kam und was ihr tun müsst, um eventuell die Chance habt, gewinnen zu können. Vorher möchte ich mich jedoch mit der Navale beschäftigen. Die Navale von H2O ist eine Uhr, die, soweit ich es weiß, ursprünglich in Zusammenarbeit mit einem Projekt aus dem Uhrforum entworfen wurde, und es gab auch eine ganz spezielle Version nur für das Uhrforum. Später gab es über die Facebook-Gruppe H2O Watch Addicts Anonymous eine weitere Zusammenarbeit und Kooperation, um weitere Varianten der Navale aufzulegen. Diese Varianten gibt es in vier verschiedenen Versionen. Alle davon sind limitiert. Ich habe aber nicht gelesen oder ich habe es überlesen, auf welche Stückzahl. Auf jeden Fall gibt es diese nicht unbegrenzt. Und von dieser limitierten Serie aus der Facebook-Gruppe habe ich heute ein Exemplar, was ich euch gerne etwas genauer im Detail zeigen möchte. Die Navale ist eine Uhr, die für H2O-Verhältnisse vergleichsweise klein ist. Auf die genauen Daten gehe ich gleich noch ein. Sie ist auch nicht besonders hoch und vor allen Dingen hat sie doch einige Aspekte, die nicht den typischen H2O-Uhren entsprechen. Ich habe mir für euch übrigens extra eine Waage angeschafft, um die Uhren jetzt auch wiegen zu können. Die Uhr wiegt am Stahlband 178 Gramm, gekürzt für einen Armumfang von 170 Millimetern, sprich 17 Zentimeter. Ich zeige euch auch direkt, wie die Uhr am Arm aussieht. Aktuell habe ich meine Circular Aquasport am Arm. Die nehme ich jetzt natürlich ab und werde die Navale an den Arm tun. Glücklicherweise hat Clemens Hellberg, aus dessen Privatbesitz alle Uhren sind, die ich von ihm zeige, den gleichen Armumfang wie ich, sodass ich die Uhr problemlos anlegen kann. Wie ihr sehen könnt, es ist nach wie vor eine große Uhr, aber die Uhr ist nicht zu groß und passt an meinen Arm, auch wenn sie bei mir ganz klar die Obergrenze definiert. Die Uhr hat einen Durchmesser von 42 mm und ist mit einer Bauhöhe von 13 mm durchaus gut und zu vielen Anlässen tragbar. Der Bandanstoß beträgt 22 mm und der Horn-zu-Horn-Abstand beträgt 51 mm. Die beiden Kronen, die ihr hier sehen könnt, haben einen Durchmesser von 7 mm und die Uhr ist bis 50 bar wasserdicht. Angetrieben wird die Uhr von einem Miyota 9015, ein Werk, was in Ordnung ist, aber nicht zu meinen bevorzugten Werken gehört. Insgesamt fällt mir persönlich bei der Uhr die sehr hochwertige Verarbeitung auf. Ihr könnt es hier an der Seite sehen, die Phase auf dem Horn ist nicht gerade geschliffen, sondern läuft zum Gehäusemittelteil spitz zu. Die Seiten sind gebürstet, die Phasen sind poliert, die Hörner schmiegen sich angenehm um den Arm herum, stehen also nicht gerade ab. Das Band ist bis zum letzten Glied geschraubt. Ich würde vermuten, dass sich dadurch auch einzelne Glieder ersetzen lassen, sollten sie einmal verkratzt oder beschädigt sein. Die Lünette ist sehr passgenau und in der hier vorliegenden Variante haben wir die Keramiklünette verbaut.
Das Grundmodell der Navale kostet 534,31 Euro. Die Funktionen sind die Taucherlünette und zusätzlich gibt es noch eine innenliegende Drehlünette mit einer zweiten Zeitzone, die sich über die verschraubte Krone auf 2 Uhr bedienen lässt. Die Krone auf 4 Uhr ist ganz normal für Uhrzeit und Datum reserviert. Die Standardvariante kommt mit einer Stahllünette, die nicht mit Superluminova ausgelegt ist. Sollte man Superluminova haben möchten, sind glaube ich 25 Euro extra fällig. Das hier gezeigte Modell hat eine Keramiklünette, die ebenfalls mit Superluminova ausgelegt ist und mit dem Stahlband zusätzlich aufgewertet wurde, sodass das hier gezeigte Modell in Summe auf 772,31 Euro kommt. Die verwendete Leuchtmasse ist in allen Fällen Superluminova BGW9 und erzeugt ein wirklich schönes Nachtbild, auf das ich aber auch noch im Detail eingehen werde. Die Bandanstöße sind massiv und ihr könnt hier sehen, dass das Endlink etwas kürzer ist als die Hörner. Viele stört das, aber andere Marken, wie zum Beispiel auch Rolex, machen das sehr bewusst, damit das Band sich etwas angenehmer um den Arm schmiegt und nicht so weit absteht, insbesondere bei einem etwas größeren Horn-zu-Horn-Abstand. Die Schließe ist qualitativ vollkommen in Ordnung. Sie hat 3 kleine Löcher zur Feinverstellung und zusätzlich eine Tauchverlängerung, die sich auch am Arm bedienen lässt. Finde ich sehr angenehm. Ah, was habe ich jetzt gemacht? Ein Handschuh eingeklemmt. Das Band ist mit mattierten und polierten Elementen im Wechsel versehen, sodass sich der Funkeleffekt des Ziffernblattes auch am Band fortsetzt. Insgesamt ist das eine Uhr, die, so wie ich sie empfunden habe, sehr, sehr hochwertig ist, mit aufgesetzten Indizes, die ein wunderschönes Licht reflektieren. Es gibt diese Uhr auch mit den typischen H2O-Zeigern, den sehr massiven Pfeilzeigern, wobei mir dieses Zeigerset an der Uhr besser gefällt, weil sie eben nicht die reine Toolwatch ist, sondern eine etwas elegantere Uhr, schwer zu sagen bei der Größe, denn es ist immer noch eine große Uhr. Aber eine Uhr, die auch mit durchschnittlichen Handgelenken sehr gut tragbar ist. Ich war überrascht davon, diese Uhr bei H2O zu sehen. Ich hatte immer die Orca oder die Kalmar mit H2O in Verbindung gebracht. Diese Uhr ist wirklich ein ganz anderes Segment. Es ist mehr so eine Art Dressdiver und wirklich sehr schön und nicht besonders typisch für H2O. Schauen wir uns die Uhr bei Nacht einmal an. Wie gesagt, hier haben wir die Keramiklünette, die ebenfalls mit Leuchtmasse versehen ist. Und ich finde, es ist ein sehr interessantes Nachtbild, insbesondere auch, weil die gesamte Minuterie leicht beleuchtet ist, sodass man die Uhr theoretisch nachts sogar minutengenau ablesen könnte. Ich finde es sehr schön, dass auch der Sekundenzeiger ein etwas größeres Leuchtfeld hat und damit auch die Funktionskontrolle bei Nacht sehr gut und einfach gegeben ist. Ich finde die Uhr klasse. Ich finde es auch schön, dass man hierbei zwischen verschiedenen Varianten wählen kann, wie bei H2O üblich, und eine Uhr zu einem wirklich fairen Preis bekommt, die ich persönlich als qualitativ sehr hochwertig empfunden habe. Schreibt gerne in die Kommentare rein, was ihr über die Uhr denkt, ob ihr sie eine typische H2O-Uhr empfindet, ob ihr findet, sie fällt etwas aus dem Rahmen und ob ihr lieber die Kalmar oder Orca habt oder lieber diesen doch etwas zivileren Weg, eine Taucheruhr zu machen. Ja, ich hatte euch ja noch gesagt, dass es ein Gewinnspiel gibt.
Clemens Hellberg von H2O war so freundlich, mir eine Reiseledermappe zur Verfügung zu stellen, die ich auf meinem Kanal verlosen kann oder als Gewinnspiel für meine Zuschauer verwenden kann. Es ist eine sehr hochwertige Echtledermappe, die durch drei Druckknöpfe verschlossen wird. Ich werde euch das auch jetzt direkt einmal zeigen. Hier kann man die Druckknöpfe erahnen. Und wenn man sie aufmacht, dann wird sie wie ein Buch quasi aufgeschlagen. Oh, verkehrt rum. Und bietet Platz für drei Uhren, etwas Zubehör. Das große Fach ist für die Uhren. Hier kann man Bandwechselwerkzeug oder Ähnliches reintun. Dann gibt es hier noch zwei weitere Fächer für Uhren. In das kleinere rechte Fach passt eine 42 mm Uhr locker rein. Hier haben wir noch ein kleines Fach für einen Putzlappen oder Ersatzfederstege. Die Uhr gehört nicht zum Gewinnspiel. Das ist nur zu Demonstrationszwecken. Es geht nur um das Reiseetui. Die Uhr gehört nicht dazu. Ja, wie könnt ihr jetzt dieses wunderschöne Stück gewinnen? Schreibt mir bitte einfach einen Kommentar unter das Video und sagt mir, warum gerade ihr diese Mappe gewinnen möchtet oder vielleicht sogar müsst. Alle weiteren Bedingungen stehen unter dem Video. Ein paar Sachen muss ich machen, weil sie rechtlich erforderlich sind. Das heißt, ich mache das für mich, nicht für YouTube. Ich bin der Veranstalter dieses Spiels. Unter 14 Jahre kann leider keiner teilnehmen. Ihr müsst also mindestens 14 Jahre alt sein. Und alles Weitere findet ihr unter dem Video in den Teilnahmebedingungen. Ich werde nach Veröffentlichung des Videos 14 Tage warten. Und dann werde ich sowohl in den Kommentaren zum Video als auch in dem nächstfolgenden Video, was ich dann veröffentliche, den Gewinner bekannt geben und bitten, mich zu kontaktieren, damit wir Adressen austauschen können und ich dieses lederne Reiseetui zuschicken kann. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr macht rege mit und es findet einen würdigen Gewinner, den ich aus den Kommentaren dann entsprechend auswählen werde. Bleibt gesund und freut euch auf die nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.